Kaum haben wir neue kleine Sims 4 Packs erhalten, geht es schon mit neuen Teasern zum nächsten Sims 4 Gameplay Pack weiter. Außerdem haben wir einen Hinweis auf ein erstes großes Feature des Gameplay Packs erhalten. Mehr dazu in diesem Video. Die News brechen nicht ab, denn von Simcoe Dwar, Connor, Nova und Sophie gab es gestern Abend ein kleines Texträtsel für das nächste große Gameplay Pack. Diese haben nämlich sonderbare Hieroglyphen-ähnliche Symbole auf altem Pergament geteilt, die auch recht schnell von der Community entschlüsselt wurden. Ausgeschrieben ergibt das die beiden Sätze A Territory Marking Log und Welcome to Moonwood Mill, also übersetzt ein Protokoll, um das Areal zu markieren und Willkommen in Moonwood Mill. Schon hieraus lassen sich ein paar erste Informationen ableiten. Wir werden eine neue Welt erhalten. Ich bin wirklich gespannt, wie Moonwood Mill im Spiel aussehen wird und hoffentlich eine eigene, spannende Atmosphäre ins Spiel bringt. Zum Zweiten klingt es so, als würde es besondere Fähigkeiten zum Definieren oder vielleicht sogar Verteidigen seines eigenen Territoriums als Werwolf geben. Gameplay, was ich tatsächlich für dieses Pack nicht erwartet hätte. Ein wenig später gab es die Hinweise, Mondfänger waren hier, sowie woher kommen all diese Frösche her? Ob hier ebenfalls eine tiefere Bedeutung dahinter steckt? Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne mit einem Abo unterstützen. Wer weiß, vielleicht sehen wir schon frühestens heute Abend eine offizielle Ankündigung des neuesten Packs. Wenn es hierzu Infos gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Die News sind aber noch nicht zu Ende. Wie dem Simmer Simmatically nämlich auf Twitter aufgefallen ist, haben die Entwickler mit dem letzten Update eine sehr merkwürdige Anpassung getätigt. Diese steht zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ebenfalls im Zusammenhang mit dem neuen Gameplay-Pack. Im Erstelle einen Tiermodus kann man seine Tiere frei vom Fell anpassen und dieses mithilfe eines Pinseltools ebenfalls von vorne bis hinten anmalen. Merkwürdigerweise haben die Entwickler hier aber den Erklärungstext zum Anmalen einfach zufällig 5 Jahre nach der offiziellen Veröffentlichung nochmal überarbeitet und auch die Referenz auf das Tier ist verschwunden. Könnte es sein, dass die Entwickler diesen Text für einen vergleichbaren Modus für die Werwölfe nochmal wiederverwenden? Vielleicht ist es ja damit möglich, das Fell der Werwölfe frei nach seinen Wünschen zu dekorieren. Das wäre tatsächlich eine spannende Neuerung, die wahrscheinlich von der Community kreativ eingesetzt wird. Ist euch eigentlich das gruselige Augenpaar aufgefallen, welches sich auf dem Origin-Screenshot des letzten Sets im Hintergrund versteckt hat? Ich glaube, auch wenn die Entwickler noch nie offiziell verraten haben, dass es sich um neue Werwölfe drehen wird, können wir trotzdem sicher sagen, dass dies das neue Thema des nächsten Gameplay-Packs ist. Was denkt ihr zu den neuen Hinweisen? Würdet ihr euch über das erwähnte Pinseltool freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.